Hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde des Stuttgarter Kopfbahnhofs. Am 26. Oktober 2009 fand die erste Montagsdemo gegen Stuttgart 21 statt. Heute, 15 Jahre später, habe ich die große Ehre, anlässlich der 700. Montagsdemo eine Zwischenbilanz zu ziehen und einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Die Protestbewegung gegen Stuttgart 21 ist für mich ein Musterbeispiel für die Wichtigkeit und das Funktionieren des bürgerschaftlichen Engagements. Ihr klärt auf, ihr entlarvt falsche Versprechungen und manipulierte Berechnungen. Ihr kämpft für die Menschen und die Umwelt. Woche für Woche, jeden Montag klärt ihr auf über eines der größten Bau- und gleichzeitig Skandalprojekte Europas. Yeah! Und er kämpft auch für eine ehrliche Verkehrswende. Weg vom Auto und hin zu einer funktionierenden Bahn. Für die saubere Luft und den Klimaschutz. Und zwar, indem ihr die Wahrheit über Stuttgart 21 erzählt und euch gegen die Profitinteressen von Immobilienspekulanten auflehnt, die aus einem lebendigen Stuttgarter Hauptbahnhof eine Privatisierungsorgie mit Milliardengewinnen und möglicherweise auch Bauruinen machen wollen. Ich bin stolz darauf, euer Partner zu sein, von Anfang an. Und ganz ehrlich, was für eine tiefe Freude, mit vielen hundert engagierten Bürgern die ganze Zeit Kontakt zu halten bei den Demos. Ich glaube, ich bin jetzt das 8. oder 9. Mal auch hier schon, aber auch durch die Unterstützung von euch, Gäubahn-Partnerschaften, aber natürlich ganz wichtig die inhaltliche Unterstützung. Es ist unglaublich, wie wir hier für unsere Klage Input bekommen. Die Klage, die wir gegen die Bundes- und Landesregierung machen, gegen den Staatsbetrieb Deutsche Bahn, und zwar auf Einhaltung von Recht und Gesetz und eben entsprechenden Planfeststellungsbeschlüssen. Ihr habt hier einen einzigartigen Kreis, der dieses Bauprojekt kritisch begleitet und eben auch nicht einknickt. Es muss einmal gesagt werden, diese Protestbewegung zu Stuttgart 21 versammelt bessere Bahnexperten als bei der Deutschen Bahn. Daher erstmal, und das ist mir ganz wichtig, danke an die Aktiven, die das hier organisieren, aber die auch im Hintergrund die Arbeit leisten, die die Bundesregierung, die Landesregierung oder das Eisenbahnbundesamt machen müssten, wenn schon die Bahn hier entsprechend versagt. Es sind hier die fachkundigen Bürger, die sich einfach eingearbeitet haben. Aber auch Rechtsanwälte, pensionierte Richter, die ich kennenlernen durfte, Wissenschaftler, Ingenieure, ein ehemaliger Bahnchef einer befreundeten Nachbarregion oder eines Nachbarlandes im Süden. Was für ein Sachverstand ist hier versammelt? Beispiel Kostenschätzung. Von Anfang an nannten die Bahnkritiker die richtigen Gesamtkosten. Wie wurden wir dafür kritisiert? Und heute sind selbst diese Berechnungen überschritten und ein Ende der Preissteigerung nicht in Sicht. Auch die unseriösen Versprechungen, dass sich durch Stuttgart 21 im ganzen Land und gerade auch in der Fläche der Bahnverkehr verbessern würde. Ich lebe am Bodensee und ich weiß, wovon ich rede. Das Gegenteil ist eingetreten und sollte sogar mit der Inbetriebnahme des Tiefbahnhofes und der Kappung der Gäubahn vom Bahnknoten Stuttgart weiter verschlechtert werden. Gehen wir mal 30 Jahre zurück in die Zeit der Planung dieses Projektes. Wir hatten den Fall der Mauer, es gab diese große Idee, Ost und West zu verbinden. Die große planerische Vision war die Magistrale Paris-Stuttgart-Bratislava. Ganz offiziell, das war eines der Hauptargumente für Stuttgart 21. Aber der Bahnknoten sollte
eben nicht nur den Fernverkehr, sondern auch den nahen Regionalverkehr massiv verbessern, deswegen ausgebaut werden. Die Nord-Süd-Magistrale, Stockholm, Stuttgart, Rom, die bestand ja. Und interessanterweise zur gleichen Zeit gab es auch Staatsverträge und Regelungen, diese zu verbessern. Zum Beispiel sie wenigstens so wieder auszubauen, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg schon mal war, nämlich durchgehend zweigleisig. Übrigens, Spoiler, diese Zusage wurde bis heute nicht eingehalten. Im Gegenteil. Von Anfang an haben wir Verbände, vor allem das Aktionsbündnis, darauf hingewiesen, dass das Magistralendrehkreuz Stuttgart mit einem Tiefbahnhof in Schräglage und 8 statt den 16 Gleisen des Kopfbahnhofes so nicht funktionieren und zu klein ist. Ihr habt auf die Gefahren der Überflutungen hingewiesen, auf die Probleme des Brandschutzes oder die fehlerbehaftete digitale Sicherheitssystem ECTS, ohne dass der Tiefbahnhof gar nicht richtig angefahren werden kann. Übermorgen am Mittwoch wird sich der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn mit all diesen Problemen ein weiteres Mal beschäftigen. Doch bereits heute wissen wir aus den Aufsichtsratsunterlagen, dass Stuttgart 21 kolossal gescheitert ist. Es hält gerade wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Man weiß gar nicht, welcher Karte man nachgucken soll. Und hätten vor ein paar Jahren irgendjemand gesagt, naja, der Stuttgarter Tiefbahnhof wird so gestartet, dass da mal so ein Zug pro Stunde oder vielleicht auch 2 pro Richtung einfahren und mal guckt, wie es dann weitergeht. Man hätte ihn für verrückt erklärt. Nein, das ist jetzt nach 12 Milliarden so, dass man tatsächlich dieses multiple Problem hat, dass ETCS weder stationär, weder im Bahnhof, weder an der Strecke noch auf den Zügen da ist, dass auch die Regionalzüge nicht kommen rechtzeitig, dass die Nachrüstung der bestehenden Züge nicht kommt. Ab und zu habe ich mitbekommen als Bahncard 100, dass laufend irgendein Ersatzzug eingesetzt wird. Was machen wir denn mit Ersatzzügen? Die müssen alle ja ausgestattet sein, bevor es geht und ein Bahnbetrieb stattfinden kann. ETCS ist ein Funkstandard, der schon ohne Sabotage auf der Strecke nach Ulm fehlerhaft ist. Wie soll es denn hier unten werden? Nein, selbst nach Teilfertigstellung des Tiefbahnhofs Ende 2027 frühestens ist Stuttgart 21 nicht in der Lage, alle nahe Regional- und Fernverkehre aufzunehmen. Aus diesem Grund kommt es der Deutschen Bahn natürlich sehr gelegen, wenn man die Nord-Süd-Magistrale von Stockholm in Stuttgart enden lässt und die Weiterführung über Rottweil, Singen, Zürich, Mailand nach Rom einfach amputiert. Eine solche Bahnplanung kann nur in der selbsternannten Welthauptstadt des Automobilbaus Stuttgart passieren. Dort, wo gerade mit Milliardenaufwand die Autobahnen saniert werden und ein Schuft, der Böses dabei denkt, die A81 in den Süden massiv verbreitert wird, wahrscheinlich um die wegfallenden Bahnreisen ohne Stau auf die Straße verlegen zu können. Das ist grün-schwarze Realpolitik im Verkehrsbereich. Ich werfe der Deutschen Bahn vor, mutwillig die Gäubahn kappen zu wollen, um von ihrer desaströsen Fehlplanung des Stuttgarter Bahnhofs abzulenken. Ich gehe noch weiter. Die Bahn hat überhaupt nicht die Absicht, nach einer angeblich nur 7 Jahre währenden, in Wirklichkeit aber mindestens 15 Jahre, wenn nicht längere Unterbrechung der Gäubahn, so lange dauert es nämlich, die Tunnel zu bauen, diese wieder über die Panoramastrecke an den Hauptbahnhof anzuschließen, über den Pfaffensteigtunnel. Die Fakten. Dieser Tunnel mit 2 Röhren wäre mit knapp 12 Kilometer pro Röhre der längste Bahntunnel Deutschlands. Und mit realistisch kalkulierten 2,7 Milliarden Euro auch mindestens einer der teuersten, ich habe das jetzt nicht genau nachgeschaut, ob es noch einen teureren mal gab. Es gibt weder eine finale Planung noch einen rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss.
noch irgendwelche Gerichtsverhandlungen und Entscheidungen, ob man es überhaupt machen kann. Er stand auch nicht auf der Liste der Bauprojekte der Bahn, als diese noch von 40 bis 45 Milliarden Euro Bundeszuschuss ausging. Und erst recht jetzt nicht, wo nach der Kürzung 27 Millionen übrig sind. Ich hatte am 4. Oktober ein Gespräch mit den Bahnvorständen Lutz und Huber, also Lutz ist der Vorstandsvorsitzende, Huber, der für die Infrastruktur, also auch für Stuttgart 21 zuständig ist, und sprach unter anderem über die Unzumutbarkeit des Umstiegs für Reisende in Vaihingen, wenn sie aus dem Süden Europas oder von Baden-Württemberg anreisen. Und darauf sagte Herr Huber wirklich ernsthaft zu mir, woher ich denn überhaupt wissen wolle, dass die Reisenden nicht weiter, überhaupt weiterfahren wollen. Vielleicht wollen die nur nach Vaihingen. Ich hab ihnen geantwortet, da haben sie wahrscheinlich sogar recht, nach 15 Jahren Unterbrechung des Direktanschlusses dieser europäischen Magistrale werden die wenigen verbliebenen Reisenden sicher nur noch nach Vaihingen fahren und dann wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Bahn ergeben, für die paar hundert Hansele lohnt sich nicht, 2,7 Milliarden Euro auszugeben und der Pfaffensteigtunnel bleibt von der Liste drunten. Das ist das, was ich und nicht nur ich befürchte. Daher haben wir im Juni letzten Jahres Klage erhoben. Auf Nichtunterbrechung der Magistrale Rom, Mailand, Zürich, Rottweil, Stuttgart, Hamburg, Stockholm. Das ist auch eine Magistrale, die geht von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd durch Stuttgart und die darf nicht gekappt werden. Unter Gäubahn verstehen viele irgendwie so ein Nebengleis. Da kann man vielleicht mal einen Bus fahren lassen. Nein, das ist eine zentrale Verbindung in Europa, die auch verkehrsrechtlich geschützt ist und wo wir Zusagen gegeben haben, die wir genauso wenig einhalten wie eben bei anderen alten Durchquerungen auf deutscher Seite. Und wir klagen nicht zum ersten Mal gegen einen Planfeststellungsbeschluss, aber zum allerersten Mal darauf, dass ein Planfeststellungsbeschluss eingehalten wird. Unsere Aufgabe ist normalerweise, gegen Planungen zu kämpfen und zu sagen, dass die Umweltargumente nicht richtig abgewogen wurden. Hier sagen wir, wir klagen darauf, dass das, was im Planfeststellungsbeschluss drin steht, nämlich die Gäubahn darf maximal für ein paar Wochen oder wenige Monate unterbrochen werden, dass das eingehalten wird. Die Klage richtet sich gegen die Bundesregierung, vertreten durch das Eisenbahnbundesamt, beigeladen, so nennt sich das, die Deutsche Bahn AG. Anfangs versuchten Eisenbahnbundesamt und die Bahn, unsere Klageberechtigungen auf den Zeitpunkt der angeblich viel zu früh erhobenen Klageerhebung zu bestreiten. Beide Fragen wurden souverän vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim zu unseren Gunsten entschieden. Dann versuchten Eisenbahnbundesamt und Deutsche Bahn durch unterschiedliche Argumentation, welches Gericht denn jetzt zuständig wäre, weiter Zeit zu gewinnen und vielleicht auch vollendete Tatsachen zu schaffen vor dann einem rechtskräftigen Urteil. Diese Taktik ist auch gescheitert, weil der Verwaltungsgerichtshof für seine Verhältnisse auch relativ schnell dann entschieden hat und gesagt hat, fangen wir mal in Stuttgart an. Und nachdem eben Stuttgart benannt wurde, hat das Verwaltungsgericht bereits im Februar beide aufgefordert, die erforderlichen Unterlagen einzureichen. Die allerletzten sind Ende letzter Woche eingegangen und so warten wir jetzt mal drauf, dass die entsprechend mündliche Verhandlung stattfinden. Bemerkenswert ist die Argumentation der Deutschen Bahn im letzten Schriftsatz. Nirgendwo, so sagen sie, sei doch rechtlich verbindlich festgeschrieben, dass die Gäubahn nur kurz unterbrechen werden dürfte. Also, was interessiert uns unser Geschwätz, was interessieren uns diese Aussagen? Sie sind ja so formuliert, dass sie uns nicht rechtlich binden. Da freue ich mich darauf, was das Gericht sagt.
Was haben drei Automobilmanager in Folge an der Spitze der Deutschen Bahn AG und zuletzt ein Controller aus diesem Laden gemacht? Sie ist wahrlich zu einem Fußabstreifer der Autokonzerne geworden und gerade im Vergleich zur SBB nur noch peinlich. Wir werden unterstützt von der grandiosen Bürgerbewegung, die sich hier gegen den Tiefbahnhof und die Zerstörung des Kopfbahnhofs wendet. Wir werden unterstützt von den beiden Gäubahn-Komitees. Wir wollen nach Stuttgart und wir wollen an den Bodensee, die in den vergangenen Wochen in Stuttgart und Rottweil im Beisein des ehemaligen Schweizer Bahnchefs der SBB, Herrn Weibel, gegründet wurden. Ich durfte jeweils auch dort ein Grußwort mitsprechen. Und was für ein bürgerschaftliches Engagement. Das Rathaus war regelrecht gesprengt an einem Tag mit Regen. Abends, wir konnten nur über den Nebeneingang rein. Das finde ich klasse, wie hier die Menschen für ihre Bürgerbahn kämpfen. Und wir stehen nicht alleine. Die Oberbürgermeister der Städte entlang der Gäubahn, die Landkreise, Wirtschaftsbetriebe, Uni Konstanz und soweit sie das offiziell tun können, die Schweizer Kantone, die Schweizer Regierung, die SBB stehen hinter uns. Sie wollen diesen Anschluss, diese Magistrale aus dem Süden erhalten. Es ist da schon interessanter aufzuzählen, wer unsere Klage nicht unterstützt. Zuvorderst die Immobilienspekulanten und ihr politischer Vertreter, Oberbürgermeister Nopper. Leider auch die Landesregierung. Und zwar ganz interessant, dass wir ja informell von der grünen Seite große Sympathie hören, im informellen Gespräch. Aber wir haben irgendwie den Eindruck, das stärkere politische Gewicht hat die CDU, der Juniorpartner ist Ministerpräsident Kretschmann und sein Verkehrsminister Winfried Herrmann. Ja, in allen Fachgesprächen, die ich führe, auch mit Landtagsabgeordneten, da müssen wir nicht lange drüber reden. Die Bahn, der Bahnhof ist zu klein, der Tiefbahnhof. Das wird gesehen, jetzt schon, 2030 auch, aber ja, was ist denn das Problem? Man kann ja neu bauen. Jetzt kommt's. Es gibt einen Streit hier in Stuttgart, wer die Mehrkosten übernimmt. Und da wird mir mit allen möglichen, sag mal, Formulierungen, aber immer dem gleichen Inhalt gesagt, ha, wenn wir uns da jetzt zu sehr einmischen und äußern, dann könnte es vielleicht nachteilig sein und wir müssen mehr zahlen. Das ist eine Politik des Kopf in den Hand, des Kopf in den Sand steckens. Und das ist ein Versagen der Politik, das ist eine Kapitulation einer Regierung und ihrer Landtagsfraktionen vor den Stuttgarter Immobilienspekulanten. Ich erwarte von meinem Ministerpräsidenten, den ich auch persönlich seit über 40 Jahren kenne, und vom Verkehrsminister, den ich glaube jetzt auch seit 30 Jahren kenne, und von der zahlenmäßig großen, leider nur gebückt auftretende grünen Landtagsfraktion eine politische Gestaltung unserer Zukunft. Das heißt ganz konkret die Arbeit an Alternativplänen für den Fall, dass sich die Deutsche Umwelthilfe mit ihrer Klage durchsetzt. Was ist denn dann? Vielleicht, und das ist ja meine Hoffnung, warten Bund, Land und Stadt auch nicht auf die richterliche Bestätigung, dass sich auch ein Staatsbetrieb an Recht und Gesetz und an Planfeststellungsbeschlüsse halten muss und entscheiden bereits vorab, die Gäubahn am Hauptbahnhof zu belassen, die Trasse endlich wieder auf Vorweltkriegsstandard zweigleisig rückzubauen und den Kopfbahnhof dauerhaft
nicht nur für die beiden für die Gäubahn notwendigen, sondern auch für die idealerweise alle 16 Gleise zu erhalten. Bereits vor 15 Jahren zu Baubeginn haben wir gegen Bahn- und Eisenbahnbundesamt geklagt. Damals gab es noch eine schwarze Landesregierung. Ministerpräsident Mappus, mein ganz besonderer Freund, und Umweltministerin Gönner unterstützten unsere Klage auf saubere Luft gegen Stuttgart 21 ebenso wenig wie ihre Nachfolger Kretschmann und Herrmann. Aber wir gewannen vor Gericht. Drei Klagen, alle drei gewonnen. Auf der Baustelle setzten wir übrigens nur hier in ganz Deutschland durch, dass nur noch Baumaschinen und Fahrzeuge eingesetzt werden konnten. Die mussten alle handgefertigt werden mit Partikelfiltern. Ich habe mit Herrn Grube damals, dem damaligen, also Mercedes, ehemaligen Mercedes-Mitarbeiter und Bahnchef, gesprochen. Er prophezeite mir, Herr Reschke, keine Chance zu gewinnen. Wir haben gewonnen, er hat verloren. Diesmal ist die Bahn sichtlich nervös. Und ich weiß aus internen Quellen, dass sie einen Erfolg unserer Klage für durchaus möglich hält. Eine Klage schafft Augenhöhe und sorgt für eine größere Bereitschaft zum Dialog. Ohne Druck durch eine Gerichtsentscheidung rechne ich aber nicht mit einem Erfolg. Am 16. April habe ich mein nächstes Gespräch mit dem Bahnvorstand, mit Herrn Lutz und Herrn Huber zum Thema Kopfbahnhof und Gäubahn. Immerhin, anders als viele Politiker in Stuttgart, habe ich in den vergangenen Wochen die Bahn loben können. Was für eine Aggression war plötzlich von Herrn Lopper und anderen zu hören. Es hat mich gefreut, dass es diesen vernünftigen Vorschlag des Doppelbetriebs Kopfbahnhof, der Tiefbahnhof funktioniert ja nicht, und da unten ein bisschen rumspielen, dass es den gab. Warum hat mich das gefreut? Weil das erstens ein Vorschlag war, den wir seit Jahren machen, auch hier bei dieser Veranstaltung und bei anderen Gelegenheiten, auch in den Gesprächen mit der Bahn, und weil er jetzt offensichtlich umgesetzt werden soll, wenn auch nicht freiwillig. Ich begrüße diese, zumindest bis jetzt durch Whistleblower, öffentlich gemachte Empfehlung und Planung der Bahn, die ja dann am Mittwoch auch diskutiert wird mit dem Aufsichtsrat, über mehrere Jahre hinweg den entsprechenden Kopfbahnhof zu halten und dann halt ein paar Züge unten einfahren zu lassen. Ich prophezeie, dass aus diesem Provisorium eines Parallelbetriebs Kopfbahnhof und Tiefbahnhof eine Dauerlösung wird. Sie wissen, die Experten unter Ihnen selber, wie groß die Probleme mit ECTS ist. Und da rechnet keiner mit einer zeitnahen Lösung. Es wird Jahre Verzögerungen geben. Und hier müssen wir uns eben der neuen Realitäten stellen. Und wir haben alle Zeit der Welt für die drei Instanzen, die wir brauchen, um dann ein rechtskräftiges Urteil zu haben. Nämlich Sicherstellung, dass diese Gäubahn als Nord-Süd-Magistrale erhalten bleibt. Und ich erinnere daran, dass die Bundesregierung sich in ihrem Klimaschutzplan, zu dem wir sie vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin am 30.11. auch erfolgreich verklagt haben und gewonnen haben, verpflichtet hat, den Personenverkehr bis 2030 zu verdoppeln und danach weiter massiv auszubauen, dafür aber den Straßenverkehr massiv zu reduzieren. Wie passt es mit dem Ausbau der Autobahn und dem Rückbau der Straßen hier in einem seit 13 Jahren grün als Juniorpartner mitregierten Land zusammen? Ich verstehe es nicht. Auch nach 2030 brauchen wir extreme Wachstumsraten auf der Schiene. Und schon der jetzige Stand, für den ist der Tiefbahnhof nicht groß genug. Deswegen meine Forderung an Bahnchef Lutz, Oberbürgermeister Nopper, Verkehrsminister Herrmann: Nehmt endlich den Kopf aus dem Sand und arbeitet an einem leistungsfähigen Bahnknoten Stuttgart, der auch 2040 und 2050 den steigenden Bahnverkehr bewältigen kann.
nicht kennt, ich liebe die Details. Wir brauchen schnell den Start der Planung für breite Treppen und Rolltreppen sowie Aufzüge zwischen Kopf- und Tiefbahnhof, um weitere Schikanen für die in Stuttgart Bahnfahrenden und um den Bahnhof irrenden Menschen zu vermeiden. Wir sind alle nicht ohnmächtig. Und wir können die Bürgerbahn vor den Spekulanten in Stuttgart und anderswo retten. Ich kämpfe persönlich seit 42 Jahren gegen giftige Pestizide, betrügerische Autokonzerne und Regierungen, die Recht und Gesetz nicht beachten. Ich bitte jeden Einzelnen von euch, setzt euch ein für eine funktionierende Bürgerbahn nach Schweizer Vorbild. Für einen leistungsfähigen Bahnknoten Stuttgart mit einem erhaltenen Kopf und vielleicht irgendwann ihn ergänzenden Tiefbahnhof. Macht Druck, kommt zu den Bahnhofsgesprächen, die wir parallel zur Klage in allen Bahnhöfen entlang der Gäubahn in diesem Jahr organisieren. Zeigt, dass ihr Bürger die Bahn wollt. Und liebe Whistleblower, versorgt uns bitte weiterhin mit internen Informationen über die Dinge, die verborgen bleiben sollen. Ich möchte auch den Aufruf von vorne mal unterstützen. Bitte unterstützt die Bewegung hier in Stuttgart mit Spenden. Helft ihnen, dass sie die Montagsdemo, aber auch die anderen Aktionen weitermachen können. Und nur, falls ihr noch irgendwas übrig habt, werdet vielleicht noch, übernimmt eine Gäubahn-Patenschaft und helft uns noch ein bisschen bei der Klage. Toll, dass ihr heute dabei seid. Deswegen das 700. Mal heute. Wie heißt unser Motto? Gemeinsam Druck machen, werden wir das schaffen. Ich danke euch.